Willkommen zurück zu Odins 4 und du Nachtschatz, bleibst mal stehen hier. So Leute, wir sind hier am wohl ungemütlichsten Ort des ganzen Spiels. Wir sind das Jahr der Hölle. Gut, und hier geht's weiter. Ja. Gwendolyns Gemahl Oswald wurde entführt, kann man sagen. Von einem Wensenmann mitgenommen. Von einem, ja. Von einem Schnitter, Wensenschwinger. Vom Tod. Wie man ihn auch nennen will. Erstmal hier das Gebiet erhellen. Ja. Und zwar war es so. Um die Macht des Schattenkriegers zu bekommen, hat, ja, Oswald seine Seele, besser gesagt, Oswalds Vater hat Oswalds Seele an die Königin der Unterwelt verkauft. Und im Ausgleich darf Oswald niemals Stärke, niemals Schwäche zeigen, meine ich. Ansonsten, ja, ist das, passiert das, was nun geschehen ist. Er wird von den Wensenmännern geholt. Ja. Und Gwendolyn ist schuld daran, dass Oswald, ja, geschwächt war. Oswald hat Schnitt gekriegt, dass er eigentlich nur ausgenutzt wurde. Ihr habt das in die Story in den letzten Parts gesehen. Ja. Wäre jetzt ein bisschen lang zu erklären, aber okay. Ja, okay, ich habe ja Zeit. Aber es leckt ab. Ja. Gwendolyns ganzes Kapitel, ganze Storyline ist auf dieses Finale hierhin aufgebaut. Also hat dieses Finale vorbereitet. Ach, wisst ihr was? Gibt einfach diesen Part. Ich muss mich auf den Kampf konzentrieren. So. Hier Licht machen. Genau das nicht passiert und ich in die Gegner reinrenne. So, weg mit euch. Aber Gegnerdesign und Umgebungsdesign finde ich hier einerseits richtig heftig und abstoßend, aber andererseits gerade deswegen, weil es so richtig krass aussieht, finde ich es auch schon wieder geil. Hier war gerade eine Araune, die will ich mitnehmen. Hier ist sie. Oh ja, wie ich mich auf den Kampf konzentriere, ne? So. Eine Schatztruhe. Was zum sind hier viele Tentakel? Ja, willkommen bei Day of the Tentacle. Wie hieß es bei Game One nochmal? Ich mag Tentakel. Ich nicht, denn sie tun mir weh. Hallo, geh down. Die müssen auch wieder eine Klasse für sich. Eine übel irre Lache. Alte Maulbeeren. Na, endlich mal die Karte. Zeig mal her. Okay, hier drüben haben wir das schwerste Gebiet. Und diesmal muss man es machen, um zum Boss zu kommen. Heilige. Haben wir hier noch... Okay. Na, die Materie nehmen wir noch mit. Dann würde ich mal sagen... Begeben wir uns zum Zwischenboss. Das da unten. Und ja. Den Rest kriegen wir dann schon. Eck. Nachtschatz. Hey, vielleicht kann ich mir damit wieder ein paar Blizzards brauen. Was kommt denn raus, wenn ich... 20 plus Nachtschatz. Das gibt gleich nochmal
Nee, gibt auch nur Schimmerschein. Ja gut. Ab zum Boss. Ich bin leider nicht so gewandt in Sachen Mythologie. Aber... So, entschuldigt die Störung, aber ja. Real life. Gut. Was ich sagen wollte, das Spiel ist ja sehr auf Mythologie angelehnt. Zum Beispiel die Walküren gibt es in der nordischen Mythologie. Feen und was weiß ich noch, was es hier drin noch alles gibt. Drachen, alles mythologische und märchenhafte. Ja. Fabelwesen. Aber ich frage mich, könnte diese Hölle hier an die griechische Mythologie angelehnt sein? Ich meine damit jetzt gezielt die Unterwelt mit dem Fluss Styx und... Wow, wow, wow. Oder gibt es auch in der nordischen Mythologie eine Unterwelt? Kann mich da irgendjemand aufklären oder so? Würde mich schon mal interessieren, wie es in der nordischen Mythologie mit der Unterwelt aussieht. Woran könnte dieses Gebiet hier angelehnt sein? Ah, du. Okay, dieser ist schon wesentlich aggressiver als der letzte. Vielleicht bin ich auch einfach... Ja, 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 du weißt genau, was ich vorhabe. Ich will mich hinter dir halten. Wohl da. Kennst du meine Tricks, hä? Oh nein, Kollege. Nö. Halt dran. Und Aufschwung hinterher. Du musst mir Schaden reinbrezen. Oh, weg! Au, 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 au. Du und deine verkackte Sense. So. Den Tod will ich gerade nicht opfern. Wisst ihr was? Ich pflanze mal wieder was. Mango nicht gerade, sondern... Napfel. Napfel kommt hier gut. Und dann schlürfen wir noch einen Haltran. Hallo, darf ich dich da ein bisschen mal treffen? Du deine ewigen Flugangriffe hier. Jetzt wieder ein schwerer Schlag. Ah, das war zu früh. Komm, einfach draufhalten. Komm, solange man Aufschwung noch wirkt. Mein Napfel braucht mehr. Na gut, Futterabgabe. Langt das? Ja, es hätte nicht gereicht. Na gut. Kurz was trinken. Halt, verkehrt. Nehmen wir einfach mal den hier. So, und jetzt am besten gleich mal vorsorgen. Napfel pflanzen. Und von Anfang an Aufschwung reinhauen. So. Oh yeah, Buddy, das ist Schaden. Gott, so viel Materie. Ich finde Zeug braun ohne Ende.
erstmal Toast snacken. Diese ewige Zombie-Gruppe, die du da beschwörst, ey. Gutes Anzeichen für einen weiten Schlag. Aua, aua, aua. Und Toast. Komm. Neben. Bleibst du wohl hier? Aua. Das war der Brocken, weißt du das? Gut. Gut, aber komm. Ist nicht mehr viel. Bäm und komm. Scheiß drauf, ich zieh das jetzt durch hier. Oder lieber nicht. Nein, 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 kein Risiko, kein Risiko. Und du bist down. Du bist ein Zyklon, weißt du das? So. Gut. Der Ranking weg. Dankeschön. Gut, was tun für ein Schwirren frei herum. Das heißt, meine Mangos, nicht Mangos, meine Äpfel oder Näpfel, wie das klingt. Ja, meine Äpfel, sag ich mal, sind hier fertig. Brauchen keine Phosphoren mehr. So, wo haben wir sie denn? Da sind sie. Zwei schöne Napfel oder Näpfel. Gut. Verbraten wir das zum Heiltrank. Wow, wow, wow. So, dann brauche ich noch einen Platz. Okay, Kryotrank brauche ich nicht. Verbraten wir die Krotte hier. So, Leute. Aber wisst ihr was? Ich muss mir kurz einen Schnitt machen. Gut. Gut. Gut, Leute. Weiter geht's. So. Bin wieder da. Gut, Qual der Wahl. Wo gehen wir zuerst hin? Ich wäre erstmal für den Bazaar. Händler, wo bist du? So. Ja, so ein Pech. Kannst du keine Opfer mehr vergiften, hä? Nö, du hast nichts Interessantes im Angebot. Was Schönes dabei, was ich verkaufen kann. Den Knöterichsamen kann ich mal loswerden. So. Nur ein bisschen Platz im Inventar zu haben. Langt schon. Gut, Leute, dann sind wir hier schon fast wieder durch. Aber ich bin am Überlegen, wie ich es hier mit dem Einteilen mache, denn
Ja, nach Gwendolyn, also nach dem Kapitel, kommt eigentlich nichts mehr. Darf ich für den kleinen Raum hier noch einen Schimmerschein verschwenden, ne? Ist nicht wahr, oder? Natürlich. Dann ist... Oh. Oh, fast nur Tentakel hier, ne? Ach nee, diese kleinen Schwebeköpfe hier. Jetzt los. So, wow, das war jetzt gerade die Menge Geld. Haben wir noch alles Schönes? Ja, die Mangoen damit. Greif drauf, kann ich die alles wieder verkaufen im Falle des Falles. Ja, was ich auch tun werde. Mist, was? Ich habe jetzt auch keine große Lust mehr, hier groß nach Alraun oder so zu suchen. Ich möchte schauen, dass ich dieses Finale noch möglichst... Mach ich noch mit dem Part? Mach ich es nicht. Ah, Leute. Wisst ihr was? Ich mach noch schnell den Bereich da unten. Und die letzte... und den... Ja, das ist Frage, das ist Frage. Ja, komm, der Bereich ist auf alle Fälle noch drin hier. Ich denke mal, hier die letzten Gebiete dann. Und den... Endfight von Gwendolyn. Mache ich dann den nächsten Part. Ja, ich glaube, so werde ich es machen. Ach, Moment. Wenn ich schon drüber stolper, dann nehme ich den Nachtschatz hier natürlich mit. Kommst du wohl her? Und... dann... so. Möge der Spaß beginnen. Das zweitschwerste Gebiet. Natürlich krieg ich, natürlich krieg ich keinen Level ab. Supi. Ich habe da noch eine zweite. Reicht die? Ich auch nicht. Affe. Dann beißen wir halt nur den Apfel. Nicht mal der reicht. Ich bring dir schon 250 EP. Na also, geht doch. Wow, 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 wow. Okay. Bei dem schönen Grüppchen muss ich's machen. Bam. Die hat's ja mal zerrissen. Ein Zyklon für euch. Geht aufs Haus. So. Hier, diese kleinen Geistviecher hier finde ich auch immer ganz schön ätzend. Gerade, wenn man, gerade in dunklen Gebieten, wenn man keinen Schimmerschein dabei hat. Sind diese Viecher wirklich nervtötend. Na gut. Das war das zweitschwerste? Oh Gott. Dann brauche ich mir eigentlich keine großen Gedanken um das schwerste Gebiet machen, oder? Orbersam, Materie. Vertrocknete Napfe, okay. Ja, hier bekommen wir es schon echt häufig mit... ja... überreifen oder... teils verfaulten Früchten zu tun. Bei der Umgebung eigentlich auch kein Wunder. Diese Früchte lassen sich auch selbst herstellen, indem man sie einfach mal auf dem Boden liegen lässt. Die er später aufnimmt. So. Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich doch noch eine Menge Zeit habe. Na komm.
Na? Da ist es. Na gut, Leute, dann machen wir halt noch ein Gebiet. So, Leute, das schwerste Gebiet der Unterwelt. Durchatmen und ab dafür. Natürlich muss es dunkel sein hier. Aber nicht, was ein Schimmerschein hier wieder richten kann. Sehr schön, kommt mal her! Bam! Ihr Lachsäcke! Und tschüss! Gut, ich muss sagen, bis jetzt ist die Hölle noch ziemlich einfach im Vergleich zu anderen Gebieten. Wesentlich schwerer in Erinnerung. So. Klein. Ey! So, nächste Welle. Wieder jede Menge. Tentakel. Ja, das darf man nicht so machen, ja. Genau. Habt ihr das auf der Karte gesehen? Der Zyklon durch die Gegnermassen gemäht ist. Also nicht die Gegnermassen, durch die Tentakel. Ja, erfreulich einfach. Hallo, wo bleibt denn hier mal die Herausforderung? Sogar die Sensenmänner hatte ich schwerer in Erinnerung. Na gut, das wird bestimmt aber auch an späteren Kapitel liegen. Ja, wir werden definitiv nochmal später in die Hölle zurückkehren mit anderen Charakteren. Aber gut, die Gegner bis jetzt sind einfach nur, ja, zahlreich, aber nicht gerade stark. Na, noch wer? So, erst den ganzen Quark einsaugen. Huhu. Ach da. Natürlich noch ein paar Tentakel hier. Ja komm. Komm her. Lol, das war's? Ihr habt es in den letzten Parts vielleicht gesehen, aber Leute, das war ein Witz. Na gut, ich will ja mal nicht so sein. Ich habe immer noch so viel Zeit über. Mann! Ja gut, Leute. Trotzdem, ich beende den Part hier. Beim nächsten Mal. So, Leute, nochmal ein Cut, aber ja. Jetzt will ich wirklich beenden. Gut. Beim nächsten Mal. Das letzte Gebiet der Unterwelt. Und das grande Finale von Gwendolyn. Seid gespannt. Bis dann.